Heute nehme ich dich mal mit hinter die Kulissen. Und zwar möchte ich dir ein paar Einblicke geben in unser Geschäftsgebäude, aber auch in die Arbeitsprozesse. Und ihr wisst, dass ich etwas anders bin, anders als die meisten anderen. Und wenn du ebenfalls anders bist, manchmal das Gefühl hast, dass du nicht gerne zur Arbeit gehst, dass du den Dingen, die du täglich folgst, nicht gerne nachgehst, dann hat das bestimmt einen Grund. Und diesem Grund möchte ich heute auf die Schliche gehen. Komm doch mal mit. Geht es dir auch so, dass es sich tierisch nervt, wenn in der Welt Dinge passieren, die andere Menschen nicht verändern möchten und sie tatenlos hinnehmen? Hier mal ein kleiner Blick in unseren Social-Media-Bereich. Und hier ist noch ein Arbeitsplatz frei. Wir suchen einen Videografen. Vielleicht bist du derjenige, der uns dabei hilft, diese große Mission in die Welt hinauszutragen. Denn wie ihr wisst und wie du weißt, bin ich anders und nehme es nicht hin, tatenlos zuzuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du einer von unserer Crew wirst, die mittlerweile über 6 Köpfe zählt und immer stärker wächst. Wir haben das ganz große Ziel von 1 Million Abonnenten. Wir haben noch viele weitere Ziele und wenn du dich hier verwirklichen willst, dann sei unbedingt dabei. Doch wir schauen mal weiter, was es hier noch so gibt. Jetzt geht es in den kaufmännischen Bereich und zwar wachsen wir auf allen Ebenen, ob im Operations-Bereich mit unserem Teamlead, den wir derzeit suchen für den Operations-Bereich oder aber auch für unsere Buchhaltung. Da werfen wir jetzt mal einen kleinen Blick rein. So, kleiner Überfall, lieber Sebastian. Hallo. Wir haben gerade einen Anschlag auf dich vor. Und zwar, ihr habt da nochmal einen ganz kleinen, ehrlichen Blick. Ungeschönt, Sebastian weiß von gar nichts. Wir haben nochmal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geworfen. Wir suchen jemanden, der Sebastian noch auf Teilzeit verstärkt. Falls ihr euch berufen fühlt, dann schaut gerne mal auf den Link oder dem Video. Dort gibt es auch eine Stelle für unsere Buchhaltung. Wenn du dich in deiner Haut manchmal nicht wohlfühlst und das Gefühl hast, dass du einer Aufgabe nachgehst, die keinen Sinn stiftet, dann liegt es vielleicht einfach daran, dass sie keinen Sinn stiftet. Und so hart es klingt, manchmal muss man sich verändern. Wir schaffen hier für unsere Mitarbeiter eine kleine Wohlfühloase mit Blick ins Grüne. Hier kannst du mittags deine Zeit verbringen mit deinen Kollegen, die alle auf Augenhöhe sind und alle verstehen, dass wir alle anders sind. Doch nun zurück ins Gebäude. Ich wollte dir einmal zeigen, wie gut es unseren Mitarbeitern hier geht. Du suchst die tägliche Challenge und möchtest du selbst sein. Du hast keine Lust mehr darauf, dich zu verändern. Dann such die Herausforderung gemeinsam mit mir und mit unserem Team. Und ich bin ganz sicher, du wirst täglich mit einem Lächeln hier rein und hier rausgehen und vielleicht gerne viel lieber bleiben, als es jetzt der Fall ist. Und nicht nur die Arbeit steht im Mittelpunkt, sondern auch die Work-Life-Balance. Und damit du auch entspannt nach Hause kommst, kann jeder unserer Mitarbeiter diesen wunderschönen Komfort genießen, aber auch eine tolle Auswahl an leckeren Essen, die in einer großen, facettenreichen Variation von der veganen Ernährung bis zum Fleisch alles bietet. Vielleicht ist das ein Argument, dass wir uns bald persönlich sehen. Lass dir nicht einreden, dass irgendetwas falsch läuft, nur weil du anders denkst als die meisten. Es ist ein gutes Zeichen, gegen den Strom zu schwimmen, denn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ich freue mich riesig über jeden Impuls von Menschen, die über den Tellerrand hinausdenken und sich nicht das Denken vorgeben lassen. Und das Denken verbieten lassen, denn das ist das, was die Menschen heute leider viel zu oft tun. Doch schau weiter mit mir in unseren Operations-Bereich, damit du siehst, wie schön dieser Arbeitsplatz sein kann. So, und hier sind wir im Operations-Bereich. Hier passiert der Service, der Einkauf, alles, was ihr als Kunden mit uns täglich zu tun habt. Mit diesem wunderschönen Blick und Blick ins Grüne habt ihr, denke ich, ein traumhaftes Büro. Und wenn wir die Kunden glücklich machen, dann dürfen wir auch mal feiern. Hier unsere Umsatzglocke. Du bist ehrlich, du bist loyal und du hast ein Problem damit, wenn Dinge nicht zu Ende gebracht werden. All das sind Voraussetzungen, die uns zueinander bringen. Hier könnte beispielsweise einer der Arbeitsplätze sein, der auf dich wartet. Doch wir schauen auch mal einen kleinen Blick in unser Lager dort, wo das Gold auf unsere Kunden wartet. Silber und Gold, das ist unsere Leidenschaft und das ist das, worum wir jeden Tag antreten, um Menschen in der ganzen Welt abzusichern. Wir liefern in ganz Europa und in die Schweiz und vielleicht kannst du bald dazu beitragen, dass noch mehr Menschen geholfen wird, ihr Geld krisensicher und inflationsgeschützt anzulegen. Du fragst mich, was ich hier mache? In unserer Hochsicherheitslogistik mit zahlreichen Kriterien, damit die Produkte fehlerfrei beim Endkunden ankommen und in bester Qualität, sorgt unser Lagerteam jeden Tag dafür, dass unsere Kunden nur das Beste vom Besten bekommen. Herzlich willkommen! So sieht es in etwa aus, wenn unsere Mitarbeiter dich hier jeden Morgen begrüßen. Hier unser wunderschöner Willkommensbereich. Ich freue mich auch, wenn wir dich vielleicht bald jeden Tag willkommen heißen können. Wir geben dir und jedem, der dieses Streben nach mehr hat, die Chance zu wachsen
und sich selbst stets weiterzuentwickeln. Wir investieren in dich, in dein persönliches Wachstum und du hast jederzeit die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen. Spannende Wachstumsmöglichkeiten und tägliche Herausforderungen sind das, was dich antreibt. Dann schau gerne mal unter das Video auf die Stellenanzeige. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns bald gemeinsam vor Ort hier in Villingen, Schwenningen jeden Tag zur gemeinsamen Challenge sehen, um etwas zu bewegen und den Menschen etwas zu geben, was ihnen einen tatsächlichen Mehrwert stiftet, nämlich Gold und Silber zum Schutz vor jeglichen Krisen, vor denen wir derzeit stehen und die uns allen vorausstehen. Dein Dominik Hettner, gemeinsam mit meinem gesamten Team freue ich mich, dich bald hier persönlich zu treffen.